Im April diesen Jahres hat die Villmacher Anwohnergemeinschaft der Straße am Sportplatz auf der Wiese vor ihrer Haustüre Apfelbäume gepflanzt. Ein knappes halbes Jahr später freuen sich alle, dass die Apfelbäume sehr gut angegangen sind. Ein Apfelbaum hat sogar schon einen Apfel getragen, der ist aber verschwunden. Ein Tier hat ihn sich geholt, keine Ahnung. Und ein Apfelbaum hat jetzt angefangen zu blühen, relativ spät. Das wundert mich. Ich weiß nicht, wann er da noch Früchte tragen will dieses Jahr. Angewachsen sind sie alle, hervorragend. Wir haben natürlich durch den trockenen Sommer mussten wir auch mindestens jeden zweiten Tag mussten wir die gießen, damit die auch entsprechend wachsen können. Aber wenn man sieht, sie haben alle die Blätter dran, haben sie auch behalten, noch keine abgeworfen. Die wachsen und wir hoffen, dass wir bald eine reiche Ernte anfahren können. Die ersten Jahre wird es noch eine gleiche Schubkarre dafür brauchen, aber mit der Zeit wird das wachsen. Der Grund für die heutige Zusammenkunft auf der Wiese am Sportplatz ist abermals der, für die Natur und Umwelt etwas Positives zu schaffen. Initiator war diesmal aber nicht allein die Anwohnergemeinschaft. Auch der Elternbeirat der Johann-Christian-Senckenberg-Grundschule, quasi der Nachbar, kam parallel zur Anwohnergemeinschaft auf die Idee, ein nachhaltiges Umweltprojekt zu gestalten. Wir bauen mit der zweiten Klasse, mit der sogenannten Affenklasse der Grundschule hier in Villmar, ein Insektenhotel mit ganz freundlicher Unterstützung der Anwohner hier am Sportplatz, die uns da ein bisschen an die Hand nehmen. Die Idee ist ganz spontan im Frühjahr entstanden. Ich habe im Radio mal wieder einen Bericht gehört über die Fridays for Future Demonstration und habe gedacht, wäre schön, wenn wir uns da auch irgendwie beteiligen. Nicht in Form von Demonstrationen, sondern von irgendeiner anderen Aktivität. Und dann habe ich mit der Frau Häuser dazu gesprochen und dann haben wir lange geplant und lange überlegt und viel telefoniert und haben dann endlich dieses Projekt stemmen können. Ausschlafen statt pendeln. Familie statt pendeln. Unsere Region hat viel zu bieten. Nicht nur eine tolle, lebenswerte Landschaft, sondern auch äußerst attraktive Arbeitgeber. Starten Sie Ihre Heimatkarriere und finden Sie Ihren Job in der Region. Jetzt auf www.jobsinlimburg-weilburg.de. Als dem Elternbeirat zu Ohren kam, dass auch die Anwohner der Straße am Sportplatz ein Insektenhotel in Planung hatten, nahm man kurzerhand Kontakt zu ihnen auf. Es war in der Tat eine wirklich glückliche Fügung, dass hier die sehr aktiven Nachbarn, die auch schon im vergangenen Jahr hier Obstbäume gepflanzt haben, auch ein Insektenhotel bauen wollen und sich bereit erklärt haben, das als Generationenprojekt sozusagen zu machen. Also die älteren Anwohner mit den Kindern gemeinsam, und wir konnten jetzt unser Herbstfest für die Schüler dazu nutzen, jetzt mit über 20 Kindern und Erwachsenen und den Anwohnern hier dieses Insektenhotel hoffentlich heute fertig zu kriegen. Also wir begrüßen die Idee, das finden wir total klasse. Das passt ja auch zusammen. Hier eine Blumenwiese, das haben Sie ja gesehen, eben unter den Apfelbäumen, das blüht alles. Da gehört einfach so ein Insektenhotel dazu. Wir hören ja tagtäglich Nachrichten, wo es zurückgeht, wo dann die Schmetterlinge nicht mehr da sind, wo die Wespen nicht mehr da sind, die wir ja alles brauchen, auch um unsere Apfelbäume, die wir gesetzt haben, zu bestäuben. Und insofern, wir Nachbarn begrüßen, dass die Schulgemeinschaft, der Förderverein nun dieses Insektenhotel baut. Und wir haben es auch vor kurzem diskutiert in einer kleinen Gruppe und haben gesagt, oh, das ist ja eine super Idee, wir bauen noch eins im Herbst, wir wollen unser eigenes haben. Also es wird wahrscheinlich im Laufe des Jahres noch ein zweites geben, von der Nachbarschaft dann. Der Wunsch der Eltern ist es, dass mit dem Insektenhotel ein nachhaltiges Projekt geschaffen wird. Also wir wollen mit den Kindern etwas schaffen, was sie über die Grundschulzeit begleitet, wo sie immer wieder aufgrund des kurzen Weges auch hier hinkommen können, gucken können, welche Insekten haben sich angesiedelt, können sie später noch was nacharbeiten, im Sinne beispielsweise von Totholz anbringen, was sie dann später selbst im Wald sammeln und noch unter das Insektenhotel legen. Also wir hoffen, dass das sehr gut auch von der Lehrerschaft weiter begleitet wird, und wenn es nach uns geht, würde es dann an die nächste Generation, also wenn unsere Kinder dann mal auf die weiterführenden Schulen geht, auch weitergegeben. Hier kommt also eins zum anderen. Was kann es Besseres geben, dafür zu sorgen, dass die Apfelbäume ordentlich bestäubt werden? Mit dem Insektenhotel werden zu diesem Zweck zahlreiche Arbeiter angelockt und die Kinder der Grundschule werden für die Natur und Umwelt sensibilisiert. So funktioniert Naturschutz vor der eigenen Haustür.